Hallo, GNOME 3, Zoom. Eine Funktion, um die Ansicht zu vergrößern, befindet sich im Sektor Barrierefreiheit. Vergrößern. Aktiviert die Zoom-Funktion mit dem voreingestellten Zoom-Faktor 2. Unter Einstellungen zur Barrierefreiheit entdeckt man in der Rubrik Sehen ebenso die Vergrößerungsfunktion, die man auch an dieser Stelle an- und ausknipsen kann. Aber es gibt noch keine Tastenkürzel. Um Tastenkombinationen für diese Aktion der Vergrößerung zu bestimmen, wandert man zu den Systemeinstellungen, klickt auf Alle Einstellungen, wählt Tastatur, unter Tastaturkürzel, in der Kategorie Barrierefreiheit kann man die Tastenkürzel nun festlegen. Man klickt auf Deaktiviert, zum Beispiel für Lupe ein- und ausschalten, Steuerung Alt W, für Lupe vergrößert, Shift Steuerung Plus und für Lupe verkleinert zum Beispiel Shift Steuerung Minus. Und prompt werden die Tastenkürzel auch angezeigt. Steuerung Alt W aktiviert bzw. deaktiviert die Vergrößerung. Shift Steuerung Plus vergrößert die Ansicht und Shift Steuerung Minus verkleinert die Ansicht. Weitere Einstellungen dazu findet man übrigens im dconf-Editor. Dazu starte ich ein Terminal. Falls in der Programmkollektion noch nicht vorhanden, kann die nach Installation per su --yum --install--dconf-editor Enter Passwort eingeben, angestoßen werden. Gestartet wird das Programm mit dconf-editor. Unter Org, GNOME, Desktop, A11Y, Magnifier, kann man Werte nun modifizieren. Zum Beispiel soll ein Fadenkreuz angezeigt werden. Wenn ja, wie soll das Fadenkreuz aussehen? Welchen Wert soll der Zoom-Faktor haben? Wie verhält sich das Bild zum Mauszeiger? Wird die Vergrößerung auf dem ganzen Bildschirm angezeigt oder nur unten, oben, links oder rechts?
Okay, das soll's gewesen sein. Ciao und viel Glück.